So, der weiße Dick, aka das viel zu große Podcast-Mikrofon, ist gebührend nah an meinem Mund. Und deshalb kann ich euch jetzt recht herzlich zu einer neuen, äußerst verkopften Folge gemischtes Hack willkommen heißen. Mein Name ist Felix Lobrecht. Mir virtuell gegenüber sitzt wie immer der heute sehr weihnachtlich gekleidete Tommy Schmidt. Ich sag erstmal Hallo in die Runde. Hallo zusammen, hallo. Kennst du Leute, die Stefan, so. hi. Erika, grüß dich. Kennst du so Leute, die so Hallo in die Runde sagen? Also nicht so Hallo in eine Runde rein, sondern so Hallo in die Runde. Ja. Gibt's auch einen schönen Witz. Hallo an guten Tag an die Runde. Hey, ich habe auch einen Namen, sagt dann eine etwas korpulente Frau, so ein Cartoon. Das ist eigentlich ganz witzig, weil sie rund ist, weißt du? Dicke Leute sind rund, Ja, das weiß man. da muss man wohl dabei gewesen sein. Das ist auch das vernichtendste Urteil, wenn dir irgendjemand was Witziges Ja. erzählen will. Nee, das vernichtende Urteil ist, ja, da war schon viel Schönes dabei. Das ist das Nee, Schlimmste, was man hören kann. weil da muss man wohl dabei gewesen sein. Das wird auch im Privaten benutzt. So, da war schon viel Schönes dabei. Das klingt fast eher professionell. Aber Stimmt, da muss man wohl hast dabei recht. gewesen sein. Das ist so wirklich so was? Ich hab die ganze Story nicht verstanden. Wer war jetzt wichtig? Wo war der Witz? Kennst du das, wenn Leute so richtig unhandlich erzählen, so? Dass du überhaupt nicht mehr hinterherkommst mit dem Aneinanderpacken der Informationen, die für die Schlussvorhand wichtig sind. Und dann sagt, kann man de facto nichts anderes mehr sagen, als, naja, da muss man wohl dabei gewesen sein. Okay. Oh, Wollte geil, ich wir haben eine nur. Folge mit einem Lachflash von Felix. Oh yes. Wir können jetzt schon aufhören. Das Das sind ist ja das bekanntlich Beliebteste. die Besten. Das stimmt. Okay. Es ist halt immer so, also was Apple halt bei mir schafft, ist, zum Beispiel, ich will ein iPad haben. Erektion. Nee, Also. ich will ein iPad, ich habe kein iPad, aber Ja. ich will's haben, aber ich habe keine Verwendung dafür. Doch, das ist super Ja, für aber. Reisen, für Serien. Es ist für mich ein ganz teures Serienabspielgerät. Wirklich, ich gucke darauf Ja? Mediathek und Serien. Ja, ich Ich habe ein weiß iPad aber Mini, nicht. das ist fantastisch für die Ja, Bahn und das so ist super. zum Ich kann mir das Angeben. alles schönreden, aber ich denke mir so, im Endeffekt, ich werde es nicht nutzen. Aber Apple schafft es, dass ich wirklich dieses Desire nach irgendwie Badest du gerne, um mal einfach mal einen Bruch zu finden? um einfach mal mich nackt vorzustellen. Ja, das tue ich sowieso die ganze Zeit. Ne? Ich bin gerade umgezogen, in meiner neuen Wohnung habe ich eine Badewanne Bist jetzt du, ich endlich. hasse Baden zum Beispiel. Gehst du baden? Ich gehe dann Weil, sag mal durchaus schnell auch ja mal oder nein, baden. sonst wird es awkward, weil ich will wieder auf das iPad Nee, lass hinaus. uns ruhig über Baden Ja, reden. aber Ich das war nur eine gehe Brücke. baden, aber So. ich bin nein, Und aber jetzt nein dafür zum das. Thema Baden möchte ich jetzt doch noch mal kurz ein Statement droppen. Wir haben hier 45 Minuten über deine blöden Katzen geredet. Jetzt will ich auch kurz über Baden sagen. Und Ja. es verhält sich folgendermaßen. Ich bade gerne, aber selten, weil es mir zu viel Aufwand ist und oft. Dann stellt man sich das so geil vor, sondern geht in die Badewanne und dann, okay, es ist übertrieben heiß, ich gehe nach Ja. 4 Minuten wieder Ich raus. kann So. nicht baden, ich bin schlechter drin. Du kannst nicht Nee, ich baden. mache das so heiß, also ich bin unerfahren im Baden und dann mache Ja. ich, wenn ich das mache, meistens so, weil ich erkältet bin und denke so, boah, das ist jetzt bestimmt mega entspannt, ist Ja, es auch, aber so eine Minute, weil dann genau. fange ich an zu schwitzen, Ja, weil ich es genau. zu heiß mache, trinke Wasser dabei und so, das ist mega awkward, dann lasse ich das Wasser raus und gehe duschen. Und dann habe ich, glaube ich, weiß nicht, was für einen Umweltschaden angerichtet, Ja, das ist aber nicht zum so gut. Thema Baden, Na. da ist ein iPad perfekt. Ah Das wollte ja. ich die ganze Zeit Okay, sagen. aber ich bin noch nicht fertig mit dem Thema Baden, Okay. weil es gibt ja so, jetzt kann ich mit dir natürlich nicht drüber reden, weil du jetzt kein passionierter Bader bist, Ja. aber es gibt ja so, Baderkomplex. ja, war auch gerade mein erster Ja, Gedanke, ich ja. dachte, den kann ich nicht Nee. aussprechen, egal. Heute ist der große, ich verrate Insight über Tommy Schmidt Tag. Tommy Schmidt war zumindest heute ein Typ, der sein Handy die ganze Zeit auf laut hatte. Und das ist ja sowas, wo ich sage. Mag ich nicht. An der Kasse. An der Kasse. In der So Rewe-Kasse. ausgehende Nachrichten. So, erstmal hasse ich so eine Leute, die mir. Oh, es gibt zwei Sachen, die ich an Tommy Schmidts Nachrichtenfalten richtig hasse. Erstmal, warum Sprachnachrichten? Darüber haben wir schon mal gesprochen, aber es nervt mich, dass du. Was bringt mir eine Sprachnachricht von 2 Sekunden? Du kannst da nicht so viel sagen, dass Tippen so viel anstrengender Das ist gewesen wäre. tatsächlich wahr. Ja, so zum Beispiel vorhin, wir wollten uns eigentlich um 9 treffen und dann hat Tommy mir eine Sprachnachricht geschickt, die 1 Sekunde gedauert hat und hat gesagt, geht doch halb 9. Das stimmt
sogar. Ja, natürlich stimmt das. Kann ich die noch abspielen? Ja, spiel die mal ab. Du musst die Leute kurz unterhalten. Okay, ich muss die Leute kurz unterhalten. Also genau, einerseits arbeitet Tommy sehr viel mit Sprachnachrichten, was mutternervig ist. Und dann ist er auch einer von diesen Typen, die kennt ihr bestimmt auch alle, die... Hallo, eine Nachricht. Wie geht's? Eine Nachricht. Was machst du heute noch? Eine Nachricht. Anstatt einfach so eine gebündelte Nachricht zu schicken, sodass es nicht achtmal vibriert. Tommy Schmidt hat die Sprachnachricht gefunden. Wie lange geht sie wirklich? 2 Sekunden. 2 Sekunden. Warte. Geht auch so 20 nach 9. Das war wahrscheinlich zu leise. Ich muss nochmal. Sorry, Community. Geht auch so 20 nach 9. Stimmt, das hätte ich tatsächlich auch schreiben können. Jedenfalls, lief da erst in den Tagesthemen so ein richtig großer, langer Bericht über den Weltklimagipfel, der ja gerade in unserer aller Lieblingsstadt Bonn stattfindet, wo es halt um Erderwärmung geht, die so schlimm ist wie noch nie, über Gletscher abtauen, über belastete Luft, die wir atmen, über Unmengen, ihr kennt die Bilder, Unmengen Plastik, die irgendwo im Ozean rumschwimmen. All diese Sachen. Und man war sich schon einig, dass Umweltverschmutzung perspektivisch gesehen nicht so dolle ist. So. Und dann war der Bericht zu Ende. Und der nächste Bericht war ein Bericht über ein Motorradrennen. Und da dachte ich mir dann, naja, sagen wir mal so, Umweltverschmutzung ist doch schon ein bisschen was größeres Problem ist. Vielleicht fangen wir doch einfach mal einen kleinen an. Sie wird so bei den anonymen Alkoholikern, ist vorbei die Runde, so, wer könnte noch ein Glas Weinchen noch mit in die Stadt? Ja, also vielleicht, nur mal so als kleine Idee, vielleicht können wir aber darüber nachdenken, ob wir denn den Motorsport wirklich brauchen. Weil ich bin mir sicher, da gibt es aus Umweltgründen bestimmt auch das eine oder andere Argument, sag ich mal, dagegen. Ja, du kriegst tatsächlich einen Lachflash gerade. Ja, und dann ist mir noch aufgefallen zum Thema verkaufter Umweltgipfel. Da sind ja Leute aus aller Welt jetzt zu Gast in Bonn. Wie sind denn die da hingekommen, Tommy? Schön mit dem Microscooter, mit dem Roller. Aber ich glaube nicht, dass die Flugzeuge so nah betrieben waren. Ich befürchte auch. Oh Mann, ey. Nur mal so als... Nur mal das ist so gerade Doppelmoral, Felix, der gerade mit einem Lachflash Doppelmoral aufgedeckt hat. Das Pferdemädchen mit der Feinliner-Box, die alle Feinliner sortiert hatte. Die beiden, die sind jetzt... Ich war ja auf dem Oberstufenzentrum und habe da Fachabi dann so nachgeholt, bevor ich irgendwann ein paar Jahre später richtiges Abi gemacht habe. Und da war so ein Mädel auch und die hatte so eine die hatte, weiß nicht, war dann die 11. Klasse irgendwie auch, die hatte in der 11. Klasse so Pferdeordner, Pferde-Federtasche, Pferde-Radiergummi, so, also alle Pferde-Dreieck, Pferde-Geodreieck, so, und dann meinte unsere Lehrerin, das war so am ersten Schultag, so, und du interessierst dich für Pferde? Und da meinte sie so ganz trocken, nee, warum? Hat sie überhaupt nicht verstanden, die hat einfach so ein richtiges Pferdeset geschenkt bekommen und scheißt voll auf Pferde, das fand ich ziemlich witzig. Das ist auch eine Beobachtung von meinem Autorenkollegen Stefan Mußhold, sehr geschätzter Kollege aus dem Ulmen-Umfeld und so war der. Der sagte auch mal, auf Anhieb ist doch eigentlich immer jeder nett. Also er findet diese Aussage, aber der ist eigentlich total nett. Das ist halt Quatsch. Weil er hat auch recht, wahrscheinlich könntest du hier auch mit Adolf Hitler an einen Pastatisch setzen und hättest einen okayen Abend. Aber seine Aktionen sind halt geht so. So, und einfach mal abschalten, Tommy. Ja, ja. Das ist ja so ein Ding, was ich mir immer bei Adolf Hitler gedacht habe. Ich hab mir mal 2 Sachen zum Dritten Reich gedacht. Ja. Also erstmal hat er wirklich, ich glaube, was im Dritten Reich wirklich gefehlt hat, war einfach im näheren... Nachdenken. Im näheren Hitler-Umfeld einfach mal jemand, der gesagt hat, so Leute, jetzt aber mal ganz piano hier. Also da hat einfach mal so ein kritisches Korrektiv gefehlt. Ja, das stimmt. So, das einerseits und andererseits, ja, ja klar war das alles schlimm, was der Hitler da gemacht hat, aber der Mann hat auch wirklich viel gearbeitet. Und Hitler hätte auch wirklich einfach mal einen Urlaub gebraucht, ey. Ja, so ein schön Trivago, einmal Flüge.de, Trivago. Ja, einfach Trivago mal 3 Tage,
einfach mal 3 Tage auf San Fernando irgendwie ein bisschen einfach sich mal den ganzen Frust von der Seele tanzen. Entschuldigung, bitte nichts sagen, aber er hätte sicherlich eine Hakenkreuzfahrt gemacht. Ach, Tommy. Ich entschuldige mich für alles. Da hast du es mal wieder geschafft, ein gutes Gespräch, wirklich ein gutes, eine gute und kritische Auseinandersetzung mit dem NS-Regime durch einen albernen Scherz zu konterkarieren, Thomas. Das ist das größte Kompliment, was man mir machen kann. Okay. Aber du wolltest sagen, Hitler wollte was wegtanzen. Bitte. Ja, genau. Hitler wollte einfach. Nee, es ist jetzt vorbei. Mit so Steel-Drums. Einfach mal die Füße hoch. Ja, ich stelle mir einfach in so einem flatterigen, kurzärmeligen Hemd vor, so ein bisschen aufgeknöpft und dann einfach mal das Tanzbein schwingen. Einfach mal den Zwei-Fronten-Krieg sein lassen. Natürlich. Dieses ganze Judending, der hat sich auch so verrannt da, ey. Oh. Da kommst du irgendwann nicht mehr zurück. Einfach mal abschalten. So. An der Stelle. Nee, ich werde mich dafür nicht entschuldigen, sehr offensichtlich, dass es hier nicht ernst gemeint ist. So. Gut. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal gesehen bei Nightwash, als Luke das noch moderiert hat. Ja. Da hast du ja dann wahrscheinlich. Mit ihm zusammen so die Cold Opener und sonst was und Spiele. Die Moderation und sowas mitgeschrieben. Genau. Genau da haben wir uns angenähert. Da, also wenn man jetzt quasi in einem, ich wähle jetzt mal so ein verstörendes Bild, also wenn wir eine Beziehung hätten, dann hätten wir uns da quasi das erste Mal zugezwinkert. Ja, ich habe so direkt nach links gewischt. Ja, da haben wir uns das erste Mal zugezwinkert. Dann kam die XXL Comedy Night in Köln in der Lanxess Arena letztes Jahr. Genau, das war das Event, das wir gestern hatten. Im Rahmen des Köln Comedy Festivals. Und da haben wir uns auf der Aftershow-Party im Gloria getroffen, ja. Und sehr viel Bier miteinander getrunken. Und um weiter in meinem verstörenden Bild zu bleiben, da würde ich sagen, habe ich dir das erste Mal einen Arsch gefasst. Ja, da hat es geknistert. Da hat es das erste Mal so ein bisschen geknistert. Da war dann auch schon so weit, dass wir, als wir uns dann Tschüss gesagt haben, nicht genau wussten, so küsst man sich, küsst man sich nicht. Wir haben uns noch nicht geküsst, aber es lag so in der Luft. Wir wussten es beide und wir haben uns beide auf den ersten 10 Metern, die wir so auseinandergelaufen sind, so gedacht, ach fuck, ey, hätte ich doch mal den Mut gehabt, und jetzt einfach mal zu küssen. Ich fand es schön, dass wir uns beide 10 Meter entfernt nochmal umgedreht haben. Ja, genau. So, am nächsten Tag habe ich dich ins Café Extrablatt auf ein Wodka O eingeladen. Mit Knicklichtarmband. Jetzt sind diese Pärchen mit so 2 Liter Bechern, die so im Café Extrablatt voneinander sitzen, erstes Date und nicht wissen, was sie sagen sollen. Kaufen so ein, das ist so ein halber Obstkorb oben im Glas drin. Und diese Knicklichter, die sind da drin, diese Stäbe, und man sich umarmt und beide so Orko. Bar, der hat immer Jack and Jones Sachen an, der Typ mit so einem ganz fetten Jack and Jones Branding. Ja, diese Bars haben auch echt immer Motto: blinken, blinken, blinken. Die einfach so diese komischen Blinkestäbchen, die so im Glas sind, wo man sich auch fragt, ich bin mir nicht sicher, ob man daraus überhaupt noch trinken darf. Ja, eben, schau, das tatsächlich leckt das Ding. Ja, ey, egal, also genau. So, also um jetzt die Frage ernsthaft zu beantworten, uns wurde eine ernsthafte Frage gestellt. So. Stimmt. Und dann fehlt mir aber ein Puzzleteil. Also ich glaube, dann war so die Zeit, wo wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben. Mhm. Das war dann schon ein bisschen flirty, so, weil wir wussten, es liegt ja was in der Luft. Facebook. Ich habe deinen Arsch berührt und tralala. Und dann haben wir uns, glaube ich, in Köln, als ich mal da war, auf einen Kaffee getroffen. Das stimmt, ja, im Kaffee Schmitz. Ah, und du hast mich zwischendurch noch genötigt, deinem... Nee, nur genötigt. Nur genötigt. genau, du wolltest dann Gästeliste für meine Show in Köln haben, für deinen Bruder. Stimmt. Und für dich. Du bist nicht gekommen, dein Bruder ist gekommen. An der Stelle schöne Grüße. Ja. Ja, und dann ging das alles seinen Weg. Und dann haben wir länger telefoniert irgendwann mal und uns über deutsche Comedy und generell Comedy ausgetauscht. Und dann ist uns aufgefallen, dass dieses Gespräch sehr unterhaltsam war. Stimmt, wir haben telefoniert. Und dann sagte ich, glaube ich, oder du, einer von beiden, das wäre eigentlich müssen wir mal einen Podcast machen. Und das ging dann relativ zügig, ne? Ich glaube, eine Woche später. Genau, und an der Stelle muss ich mich auch nochmal bei dir bedanken, weil ich habe oft so Ideen von so Sachen, die, ja, es wäre cool, sowas müsste man mal machen, aber ich mach's dann nie. Und da muss man echt mal sagen, da warst du der treibende Part, der Macher, der gesagt hat, komm, wir brauchen das, das, das und das, man kann es so und so machen, let's do it. Man muss fairerweise sagen, ich habe dann dafür gesorgt, dass wir das erste Mal bei Thomas Spitzer, schöne Grüße an der Stelle, super Typ. Die erste Folge aufnehmen durften. Und um weiter in unserem verstörenden Bild zu bleiben, ich würde sagen, da haben wir dann das erste Mal gefickt.
Genau. Und in zwei Wochen kommt's, das Kind. Und in zwei Wochen ist er da, der kleine Hack. Hacker an. Der kleine Hacker an. Aber du bist auch in Berlin und Berlin ist Großstadt und Großstadt ist immer so ein bisschen Amerika. Und in Amerika sichern die sich ja einfach ab. Ich war mal in den USA, da musste vor mir ein Typ, der sah aus wie 45, musste an der Tankstelle seine ID zeigen für einen Sixer Heineken. Also wirklich, der hatte graue Haare und sein Mustang lief draußen, glaube ich, noch, der Motor. Und so, es war absurd, den zu fragen. Aber die gehen so auf Nummer sicher. Das war irgendwo in Utah, glaube ich. Da wirst du wahrscheinlich direkt erschossen, wenn du einen Heineken an unter 21-Jährigen verkaufst. Ich war übrigens mal unter 21 in Las Vegas. Das war eine super Idee. Ah ja. Da kannst du und dich nicht mal an eine Bushaltestelle stellen, legal, glaube ich. Schöne Brunnen haben sie da, oder? Ja. das, was Tommy mitnimmt. Du hast mir per WhatsApp gratuliert, was ich super finde, ernsthaft. Weil ich bin ja so ein Geburtstagsgrinch. Ich weiß die Geburtstage von meinen besten Freunden nicht. Ich bin an meinem Geburtstag ein riesen Arschloch, weil ich nicht ans Telefon gehe. Oft kriege ich es auch nicht mit, weil ich ganz normal gearbeitet habe. Aber ich rufe dann auch nicht zurück und das ist einfach so viel, weil wenn du ein Smartphone hast, das ist am Geburtstag, das ist wie beim Raclette am Käse sitzen. So. Du kommst gar nicht mehr irgendwie, du kommst gar nicht zur Ruhe. Weil du die ganze Zeit da drauf bist, blinkt und piepst und selbst meine besten Kumpels ignoriere ich dann, weil das tut mir so auch in der Seele weh, aber es geht nicht. Du könntest den ganzen Tag damit verbringen, zu antworten. Ich bin Tommy Schmidt, ich bin so beliebt. Es tut doch nicht so, es ist doch so. Leute, ihr seht doch, dass ich hier am Käse sitze. Dann leg halt Ananas über dein scheiß Rindfleisch, Marie. Ich bin auch nur eine Person. Habe ich übrigens nie verstanden, warum sich die Leute beim Raclette nicht direkt 6-7 Scheiben auf den Teller legen, sondern immer eine für ihre verfickte Pfanne. Ich bin nicht so der Raclette-Typ. Dieser große Raclette-Hype, der ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mir ist das auch zu unpraktisch. Mir ist letztens was voll Unangenehmes passiert, wie in so einer schlechten amerikanischen Sitcom. Saß ich in der Stadt, habe Kaffee getrunken und dann klingelte mein Handy, jemand rief mich an und ich hatte keinen Bock zu telefonieren. Guckte aufs Display des Handys und wartete die ganze Zeit, dass es endlich aufhört. Aber derjenige, der mich angerufen hat, stand auf der anderen Straßenseite und wollte so, hey, na, wie geht's dir? Und hat einfach gesehen, wie ich einfach diesen Anruf abgewartet habe, um dann völlig regungslos weiter so Instagram oder sowas anzuschauen. Das war so, du kommst da ja nicht raus, ne? Der kam dann trotzdem rüber und ich dachte so, was, scheiße, sorry, ich gar nichts mit dir zu tun. Ey, was du aber bestimmt, glaube ich, genauso bescheuert findest wie ich, ist, wenn du Geburtstag hast und Leute das dann irgendwie mitkriegen und dann diesen bescheuerten Satz sagen, warum sagst du nichts? Absoluter Themenwechsel. Ich habe vorhin einen Kommentar gesehen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe einen Kommentar unter unseren letzten Hack-Folge gesehen. Oh Gott. Und zwar ging es darum, da stimme ich euch zu, war der Opener. Aber es war keine Referenz zu sehen. Also ich weiß nicht, wo wem zugestimmt wurde. Aber jedenfalls stand da stimme ich euch zu. Gerade in den letzten Folgen habt ihr euch nur noch über Eigenarten von anderen Menschen lustig gemacht, wie beispielsweise Klamotten oder Redewendungen. Und dann kam mein Lieblingssatz. Gerade von Felix war das alte Programm bedeutend besser. Also dazu möchte ich erstmal sagen, danke, dass du unseren Podcast hörst. Naja, das Ding ist ja, also erstmal ist es hier ja kein Programm. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir das irgendwie über die Woche einstudieren und dann spielen wir euch das Programm hier vor. Ich schon. Also Tommy schon, ich nicht. Ich mache da mehr so Impro-Shit. Und dann ich hätte gerne ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, wo wir uns so krass, also entschuldige mal, aber wenn jemand Happy B-Day sagt oder alles Gute zum Wurzeltag, dann muss man das ansprechen. Oder Zara ernst nimmt. Da muss man drüber sprechen. Aber ich will ja auch nicht, ich lasse mich ja gerne auch auf Gespräche ein, von daher würde ich mir von dieser von diesem Hacki oder wahrscheinlich Ex-Hacki gerne einfach nochmal ein dezidierteres Feedback wünschen, wo es sauer aufgestoßen ist, wann ist es sauer aufgestoßen, da, sagst du Happy Wurzeltag, einfach, dass man mal so ein bisschen in den Dialog tritt. Jetzt ist mir letztens auch wieder geil passiert bei Facebook, da habe ich irgendwie
Leute, manchmal verliere ich mich dann in so Schleifen, wo ich dann mich immer durchklicke. Plötzlich bin ich bei irgendeinem Kumpel von einem Kumpel von einem Kumpel auf dessen Facebook-Seite und klicke mich durch seinen Neuseeland-Trip von 2010. Und wenn du dann ausrutschst und ein Bild likest, wo da irgendwie mit einer Frau steht und ein Koala wäre oder was weiß ich, das kriegt er sofort auf sein Handy und ja, kann so mir genau das Gesicht vorstellen. Ja. So Dienstag um 16:30. Yeah. Dienstag um 16:30 und das, was macht denn Tommy auf meinem Profil? Ja, von wenn er dich dann kennt. Ordner von 2008, Alter. Ja, genau. Ja. Ist das öffentlich? Das ist ziemlich witzig. Ah, ich wollte noch eine andere witzige Sache sagen. Und zwar einer meiner besten Homies, Sven, der hört diesen Podcast. Der hört wahrscheinlich auch diese Folge. Schöne Grüße, Bruder. Hallo, Sven. Hallo, Sven. Schöne Grüße, Bruder. Ah, mit Z oder ist das wieder so ein Berliner Sprachfehler? Mit TZ, Sven. TZ, okay. TZF, Sven. oder wie ich ihn, ich habe viele Spitznamen für ihn. Ich nenne ihn auch Svenjamin oder Svenjamin. Svenjamin ist sehr lustig. Oder auch, ich habe einen Kumpel, der ist Ansgar, den nennen wir nur Ansgar Garagentor. Das finde ich auch sehr lustig. Das ist auch ganz witzig. Oder Svenjamin, Svenjamin Franklin. Oder ja, man kann Vornamen auch Vornamen abkürzen wäre es übrigens. Aber S. A zu Ansgar, ja. Einfach. Jedenfalls, worauf ich hinaus will. Entschuldige, wäre, bitte. Genau, der hört unseren Podcast immer, tralalala, und der meinte, ja Felix, ich habe ein genaues Bild vor Augen, wie Tommy aussieht. Aber er wusste nicht, wie du aussiehst. Ja, und dann habe ich ihm ein Foto gezeigt von dir, und dann war er richtig enttäuscht. Was heißt jetzt enttäuscht? Dass es seinem Bild nicht entsprach? Ja, dass es seinem Bild nicht entsprach und okay. Auch generell wie die Realität, die kann ja manchmal sehr enttäuschend sein. Und ja. Da hast du so richtig so ein großes Schade in seinem Gesicht gesehen. So richtig. Aber wieso? Schade. Hat er nichts mehr weiter gesagt dazu? Wie interpretierst du das denn? Fand er mich dann unattraktiv oder fand er, scheiße, ich habe mir den hässlicher oder besser aussehen vorgestellt? Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie wenn du ein Lied hörst und du findest es richtig cool und dann siehst du das Video und siehst den dazu passenden Künstler und denkst dir so... Das macht die Sache nicht besser. Das war bei mir bei Jamiroquai damals so, was ist das denn? Egal. Das war bei mir mit Summer Jam, kennst du noch das Lied? Ja. Also nicht den Rapper jetzt, sondern dieses This thing, nothing but the summer jam. Brown skin and singing. Jedenfalls bei diesem Lied, ich weiß nicht, wann das rauskam, war ich vielleicht 10 oder sowas. Und das fand ich so richtig cool. Und dann habe ich so das Video dazu gesehen. Und der Typ war so eine Nulpe, der sah so unsympathisch und lappig aus. Das war so richtig so. Okay. Was hat das jetzt mit der Geschichte zu tun? Jetzt sag mal, ich bin zu eitel, ich will das wissen. Ja, ich weiß nicht, was Svens Problem mit deiner Optik war. Ich hasse Sven. Nein, Sven ist fett. Sven ist fett und hat nur ein Bein. So. Und hat ein Brillenglas zugeklebt und lebt nicht mehr lang. So, das ist mein Bild von Sven. Wenn er in 3 Jahren noch lebt, bin ich auch enttäuscht. Nein, alles gut. Nein, das war auch ein bisschen Spaß, aber er war schon so richtig so. Huh. Nee, geil, wenn er gesagt hätte, nee, zeig mal den richtigen. Ja, nee, ja. Felix, witzig, weiß, zeig mal. Nein, also, ich glaube, dass wir, weil wir überall erreichbar sind, ist eine sehr profane Antwort, aber ich glaube eine richtige, weil du überall alles machen kannst. Du kannst mit Leuten von früher schreiben, aus deiner Schulzeit, während du mit deiner Mutter sprichst und links mit deinem Chef eine E-Mail schreibst. Also, du bist ja dauernd erreichbar. Du kannst viel mehr schaffen an einem Tag, also allein kommunikativ. Und dadurch wirkt man, glaube ich, gehetzt, weil man auch glaubt, das alles abarbeiten zu können. Deswegen nehmen sich die Leute auch die E-Mails mit nach Hause und machen keine Sperre rein und wie auch immer. Das, glaube ich, ist ein großer Grund. Und durch sowas wie Social Media sehen wir, was alle anderen auch schaffen, was sie natürlich nicht schaffen, das ist ja alles nur geschönt. Und glauben dann, dass wir das auch noch hinkriegen sollen. Und da müssen wir auch, und ich muss auch mal nach Bali und ich muss auch mal mein Frühstück fotografieren und wie auch immer den ganzen Scheiß und meine Masterarbeit fertig schreiben und einen Podcast machen. Glaubst du eigentlich, der Mond? Rhabarber, ist ja so ein Riesenthema gerade. Glaubst du eigentlich, der Mond fühlt sich manchmal so ein bisschen underappreciated, weil der das ganze Ding mit den Gezeiten, so mit Ebbe und Flut alleine regelt. Und die meisten Leute wissen das nicht mal. Oh Gott, ey. Lass uns ja, glaube ich schon.
schon, oder? Okay, danke. Ja, das ist ja auch. Danke für die Info. Zieht einfach mal einen kompletten Ozean auf links und alle. Oh, Vollmond, kann ich wieder nicht schlafen, so eine Scheiße. Ja, ich hatte neulich. Weine übrigens gerade. Ich bin einer von den Leuten, die auf die Umwelt scheißen. Und deshalb kaufe ich mir ganz viel Coffee to go immer in diesen Bechern, die ja das Schlimmste, die ja richtig scheiße sind, so. Und neulich kam ich mit einem Coffee-to-go-Becher nach Hause und habe den dann dahingestellt, der war noch halb voll. Und dann 2 Stunden später wollte ich einen Kaffee trinken. Und dann dachte ich mir, ich habe ja noch einen Kaffee, einen halben zumindest. Ja. Und dann habe ich den Deckel von dem To-go-Becher abgemacht und dann habe ich den halbvollen Becher in die Mikrowelle gemacht. Und dann habe ich die Mikrowelle angemacht. Ja. Ganz normal, 800 Watt, 40 Sekunden, so wie ich mir meinen Kaffee immer aufwärme. Ja. Denn ja, ich wärme mir öfters Kaffee auf, denn mein Privatleben ist eklig. So. Ja, und irgendwo und stirbt gerade ein Italiener. Egal. Stirbt gerade ein Italiener. Findest du auch, dass wenn Matrosen wirklich sterben würden, weil man sich eine Kippe an der Kerze anzündet, so. Das Wissen ist ja so bekannt. Ja, wenn man dann noch Matrose wird, dann hat man es auch verdient, ey. Absolut. Wenn man sein Leben so fahrlässig in die gierigen Hände eines Rauchers legt, dann hat man es auch verdient zu ertrinken. Ey. So. Stimmt. Jedenfalls habe ich den Kaffeebecher in die Mikrowelle gemacht. Dann habe ich die Mikrowelle eingeschaltet. Dann habe ich die Mikrowelle aufgemacht und dann hat der Becher gebrannt. Und das war ein richtiges Feuer. Ja. So richtig klassisches Feuer, wie man das kennt, so wie man früher, weiß nicht, so ein Holzhaus auf dem Spielplatz angezündet hat. So ein richtiges Feuer. Und dann stand ich da irgendwie so, viel zu lange auch, habe mir das erstmal angeguckt und ich war physikalisch nicht verwundert, aber dann doch irgendwie überrascht. Aber war der Deckel da jetzt noch drauf? Also den Plastikdeckel da drauf gelassen? Nee, den Plastikdeckel habe ich natürlich abgemacht. Also ich dachte schon. Aber ich hab nicht daran gedacht, dass gegebenenfalls der Becher, der aus Pappe ist, ja einfach Feuer fangen könnte. Ja, und Papier und Mikrowelle? Hätte man drauf kommen können, oder? Hätte man, sag ich ja, ich war physikalisch jetzt, es war nicht, aber ich war dann doch überrascht, dass der Becher es wirklich durchgezogen hat. Der brennende Becher hat wahrscheinlich trotzdem noch eine bessere CO2-Bilanz mit angeschalteter Mikrowelle als der Deckel. Wahrscheinlich. Ich habe letztens aber zu Ende, deinem... Ende vom, ja, Ende vom Entschuldige Lied, bitte, ja, natürlich. Ja, Ende vom Lied, ich hatte keinen Kaffee. Ihr könnt ja mal an der Stelle vielleicht ein kleines Feedback geben, ob sich die Woche warten auf diese Geschichte für euch gelohnt hat. Vielen Dank. Ich bin neulich besoffen von einer Bar in eine andere Bar gegangen und habe auf dem Weg dahin noch einen Kumpel kurz zum Kotti gebracht, zum U-Bahnhof Cottbusser Tor. Mhm. Und dann habe ich ihn gerade verabschiedet. Es war Samstagnacht irgendwie, jetzt nicht letzte Woche, aber irgendwann, irgendein Samstag. Und dann habe ich ihn gerade verabschiedet, wollte weiterlaufen. Auf einmal hält so ein Auto neben mir an und hupt. So, dann habe ich mich so hektisch umgedreht. So, und dann war das einfach ein Polizeiwagen. Und dann haben die ihre Fenster runtergekurbelt und rausgebrüllt: Kennig, Felix Lobrecht, Kennig. Und ich war halt schon voll stramm und habe gesagt: Ja, ey, Polizei, Kennig auch. Und dann haben die so rausgerufen: Was machst du denn noch? Ich sag, ja, ich geh jetzt noch in eine Bar. Und dann meinten die so, na komm, wir fahren dich. Haben sie gemacht? Ja. Nein, ernsthaft? Ja, wirklich. Ich dachte mir dann so, Jungs, ist ja nett, aber sag mal, müsst ihr nicht arbeiten? Nee, hier willst du mal meine Waffe sehen? Willst du mal schießen? Okay, das mit dem Schießen hat nicht stattgefunden. Und das mit der Waffe sehen? Das mit der Waffe hat stattgefunden. Ich habe mir auch die Dienstnummer aufgeschrieben. Nein, Spaß. Aber nee, das hat wirklich stattgefunden. Die haben mich dann wirklich einfach zu der Bar hingefahren. Wie habt ihr euch so verabschiedet? So, ciao? Oder wie, die wollten mal ein Selfie machen. Ich habe mal ein Selfie mit den Jungs gemacht. Geil. Die sind richtig, die waren zu dritt in dem Wagen, komischerweise. Und dann sind wir da richtig ausgestiegen so zusammen. Alle Leute vor der Bar dachten, ich wurde gerade verhaftet. Aber nee, dann habe ich da so völlig besoffen so ein Selfie mit den Bullen gemacht. Und dann haben wir Tschüss gesagt. Und der eine meinte noch so richtig lieb: Ja, wir sehen uns im Mai, ich habe ein Ticket. Der kommt zu meiner Show in Berlin. An der Stelle, falls ihr mir zuhört, Jungs, ihr seid klasse. Ach, geil. Zwar schläft das Verbrechen nie, aber Felix Lobrecht zu kutschieren muss man, das hat auch Priorität auf den Samstag. In der Samstagnacht in Kreuzberg. An einem der Drogenumschlagplätze Nummer 1 in der Stadt. Oh Mann, ey.
Ich weiß es noch nicht. Aber irgendwie sowas werden wir machen. Aber man kann ja auch, deswegen meine ich Oberbegriff, auch über Dinge reden, so Guilty Pleasures zum Beispiel. Zum Beispiel ein Guilty Pleasure, ein kleiner Teaser, ich höre sehr gerne Eros Ramazzotti. Wirklich? Ja, voll. Eros Ramazzotti? Ja. Ich hatte mal zwei Bekannte, sie waren noch in meinem Alter und da hat der eine dem anderen zum Geburtstag zwei Eros Ramazzotti-Karten geschenkt. Und dann sind da zwei Kumpels zusammen zum Eros Ramazzotti-Konzert gegangen. Unironisch. Unironisch. Die waren viel zu jung dafür. So, das war wie weit waren die? So 12? Nein, so 18 oder so. Da hast du dann zwei 18-jährige junge Männer auf dem Eros Ramazzotti-Konzert zwischen Leuten, die alle ihre Eltern sein könnten. Und die waren halt auch heterosexuell. Und das ist nicht der heterosexuellste Move. Und das ist, es gibt so ein Lied von ihm, also es gibt Lieder von ihm, die sind wirklich fantastisch. Labrador, Wake una buona canzone. So, da bleibt doch kein Höschen trocken von meinen. Deshalb hast du immer einen Wechselschlipper dabei. Absolut. mein Homie Malte, mit dem ich auch ein Buch zusammengeschrieben habe, der hat einmal einen der geilsten Witze gemacht ever. Und zwar meinte er so, dieser Oscar hier, wie hieß der nochmal? Oscar, schieß mich tot. Pistorius, Oscar Pistorius. An der Stelle Shoutout an Malte Roskopf, sehr gut. Ja, du bist nicht nur schuld, Tommy, du bist sogar sehr schuld. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ich bin nämlich fuchsteufelssauer auf dich. Und zwar verhält sich woher kommt das eigentlich, Fuchsteufel? Fuchsteufelswild? Das kommt aus der keltischen Mythologie. Da ist der Fuchs. Aber könnte sein, oder? So keltische Mythologie. Klar, hätte ich jetzt nicht losgebrußt. Keltische Mythologie geht immer. Im Zweifelsfall ist eine Metapher für die keltische Mythologie. Im Zweifelsfall kommt es immer daher. Jetzt zu meinem Platz 4. Ja. Das ist ein bisschen diffus. Ich habe mir gerade so ein paar Notizen gemacht. Ich habe jetzt einfach aufgeschrieben: Piraten, Dinos und sogenannte Indianer. Klingt erstmal komisch, aber denk mal drüber nach. Also, in so einem Kinderleben sind Piraten ziemlich präsent. In so einem Kinderleben sind Piraten ziemlich präsent, in so einem Kinderleben sind sogenannte Indianer ziemlich präsent, sind Dinos ziemlich präsent, sind Aliens ziemlich präsent. Also alles so Sachen, mit denen hast du ja dann später nicht. Was habe ich denn mit Piraten zu tun? Weißt du, was ich meine? Und ich hatte als Kind genauso wenig mit Piraten zu tun, aber als Kind hörst du andauernd hier Piraten, Ritter, auch noch. Wann wurdest du mit Rittern zugeschissen als Kind? Das ist sehr witzig. Das wär mein Platz 4. Wie heißt nochmal diese, wenn du sagst, was hat man heute noch mit Piraten zu tun? Wie heißen nochmal diese Mittelalter-Scheißbands, die auch so Piratenmusik machen und so? Hier, Santiano. Die haben immer noch das Piratengehen, glaube ich. Die sind nie alt geworden. Die haben eine Macke, ey. Die sind auch rein historisch gesehen so unakkurat. Also die sind irgendwie Ritter, Indianer, Piraten, alle gleichzeitig, weil es alles in so dermaßen verschiedenen Sachen stattgefunden hat. Ich habe wegen dir letztens ein Lachflash bekommen, weil wir ja schon mal über Santiano geredet haben und du dann gesagt hast, die haben auf ihren Alben auch immer so Schatzkarten. Ja, aber guck mal, Tommy, überleg mal, überleg die mal, Ecken so mit dem Feuerzeug Tommy, angezündet. Jetzt überleg doch mal, wie präsent Schatzkarten im Leben eines Kindes sind. Das ist doch überhaupt nicht repräsentativ. Jetzt so, wenn so ein Kind so übertrieben hat bei Geburtstagseinladungen und dann die Ecken von der Einladung so angezündet, angekokelt hat. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Das sah dann so richtig verwunschen aus. Ja, also das wäre mein Platz 4. Oh. Ja, also meine Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen ist, weiß ich noch nicht. Ja, und ich glaube auch bei der Digitalisierung ist es alles einfach noch nicht ab. Es gibt Stimmen, die das so sagen und so sagen. Ich für mich glaube, es gibt drei Szenarien. Einmal, die eine ist, wenn die weiter fortschreitet und gewisse Jobs einfach wegfallen, gibt es tatsächlich so eine Schere zwischen Arm und Reich, dass es, ich will jetzt nicht von Bürgerkrieg sprechen, aber dass es natürlich drunter und drüber geht, weil das die Gesellschaft auseinanderbrechen lässt.
Dann zweite Möglichkeit, es gibt, Felix hat gerade. Das ist so eine langweilige Folge. Das ist schon so voll. Aber ich muss, pass auf, das kriege ich wieder Ärger mit meiner Mutter, ich muss das noch zu Ende sagen. Also, zweites Szenario ist, es gibt das Grundeinkommen und die Leute haben mehr Zeit für sich, für andere, haben mehr Zeit für Kreativität und so. Und das dritte ist, die Politik reguliert die Digitalisierung. Ich muss zu Ende, sonst krieg ich zu Hause nichts mehr zu essen. Und das dritte ist, die Politik reguliert Digitalisierung und macht da irgendwann so viel Roboter und dann ist auch gut, weil sonst kommt die Gesellschaft ins Wanken, womit wir bei Szenario 1 wären. So. Tommy, halt die Fresse. So, interessiert doch keinen Schwanz, dass du hier gerade für eine Scheiße gelabert hast. Also, die aber absolut richtig ist. Oh Mann. Die absolut richtig ist. Und mir hat jemand noch geschrieben, das fand ich auch nicht so doof, auch diesbezüglich, weil ich kleine Portionen gefordert habe im Supermarkt, Schmand oder Sahne, den Rest einfach in so kleine Eiswürfelboxen zu kippen. Die friert das einfach ein. Echt? Ja, ich wusste, also Molke, ich bin halt beim Einfrieren, bin ich relativ neu in dem Business. Ich weiß nicht, wie das mit Molke und ich hatte jetzt zum Beispiel im Winter, ein Kumpel von mir hat mir ein Olivenöl aus Italien mitgebracht. Das habe ich im Auto vergessen und dann war es ja so, wir hatten ja einmal so eine klirrende Kälte. Und so -10 Grad, dann bin ich morgens ans Auto, war es komplett gefroren. Ich wusste gar nicht, dass es geht, Olivenöl. Übrigens wieder ein mega spannendes Thema hier. In meinem Kopf halt die Fresse, Tommy. Digitalisierung reguliert durch Politik, jetzt gefrorenes Olivenöl. Ja. Das ist ein Offenbarungseid, was hier passiert. Dieser Podcast ist endlich, wir merken es gerade. Ja, aber wie ist denn diese blöde Geschichte jetzt ausgegangen? Was ist denn jetzt mit deinem Olivenöl? Ich habe ihn angerufen und gesagt, kann man das noch essen? Er hat gesagt, ja. Was für eine Scheißgeschichte. Das ist so eine Scheißgeschichte. Und ich hab's auch noch gegessen. Isst man eigentlich Olivenöl oder trinkt man dann? Ich weiß es nicht. Wie so ein ganz schlechtes Tinder-Date, wo du in einem Restaurant bist, wo das Essen so lange dauert oder so. Man muss dann quatschen. Auch ein Scheißvergleich. Boah, ich bin nicht gut drauf heute. Ich glaube, die Maschinen haben schon die Podcasts übernommen. Wir sind gar nicht mehr Felix und Tommy. Hoffen wir es. Ey, es wird so negative Bewertungen hageln. Ja, ey. Ja. Völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Absolutes Vorrunden aus, was hier gerade passiert. Boah, mit 3 Niederlagen. Bitte so beim Elfmeter, beim Anlauf aus der Rutsch, ey. Nee, lupfen und der Torwart bleibt stehen. Auch immer so, dann frage ich mich mal, was in dem Spieler dann vorgeht, so Scheiße. Da hat der Spieler sich einfach blamiert, kann man nicht anders sagen. Mehr passiert da nicht. Und der Torwart bleibt stehen. Das finde ich auch einfach so halb. So, sag mal, Alter, ein bisschen was zu tun will ich auch haben. So halb hoch in die Mitte, ey, einfach. Ich hab ja Politikwissenschaften in Marburg studiert, das wissen die wenigsten. Und wo nochmal? In Marburg. Marburg. Genau. Wissen die wenigsten. Und katastrophales Nachtleben, was so Clubs angeht. Es gab, glaube ich, 2-3 Clubs so. Es gab 3 Clubs, in 2 hatte ich Hausverbot. Tatsächlich, aber nicht wegen schlimmen Sachen, sondern einmal habe ich mich mit dem Würstchenverkäufer gestritten davor. Und das andere Mal. Das ist so die uncoolste Hausverbot mit dem Würstchenverkäufer. Ja, deswegen, wenn ich einmal habe ich meine Handymarke, meine Jackenmarke verloren, habe ich Hausverbot. Ja, das waren beides so Stories. Im Supermarkt, das ist kein Scheiß. Und dann ein Typ, das ist kein Witz, da gab es noch so eine Packung Weintrauben. Und da wollte ich da gerade hingreifen und da kam mir aber ein Typ zuvor. Und da meinte er, ach so, willst du die haben? Ich so, nee, alles gut. Das war eher so ein ich muss jetzt mal Obst kaufen, wäre das gewesen. Also kannst du ruhig haben. Ja, okay, danke. Dreht sich um, aber nicht im Podcast erzählen. Nice. So, oh, da dachte ich auch so. Und ich wollte... In solchen Situationen kann er nicht cool wirken, ne? Ich habe dann so ihm komisch so zugeschnipst, so mit dem Finger auf ihn gezeigt. Nein, so. Nein, keine Sorge. So ganz unangenehm, weil da kann man ja irgendwie. Ja. Ich bin sowas halt einfach noch nicht gewohnt. Ja, Tommy, und vor allen Dingen, und du hast es ja jetzt doch erzählt. Weißt du, ja, genau, stimmt.
Stimmt. Du hast auf ganzer Linie versagt, Tommy. Jetzt bist du nicht nur der Typ, der nicht Wort hält, sondern auch der Typ, der es so gemacht hat. Der Schnipszeiger. Tommy ja. Schnipszeiger Schmidt, ey. Das ist dein neuer Beruf. Aber es ist auch geil, dass ich einfach nicht weiß, wie man reagiert. Und nächstes Mal sagt einer sowas und ich war irgendwie, schlag so ein Rad oder so oder mach einen Putz über. Oder werf so ein Regal um. Einfach um aus dieser Situation zu. Ja. Aber es stimmt, ich habe es gerade erzählt. Du hast es erzählt, ja. Oh Gott, ey. Mein Fail der Woche war wie in einer ganz schlechten Sitcom-Folge. Ich war im Fitnessstudio. Im Fitnessstudio war die Damentoilette kaputt, sodass ich Männer und Frauen, die Herrentoilette war kaputt, Entschuldigung, so. Sodass ich Männer und, dass die Damentoilette schnurstracks zu einer zu einer Unisex-Toilette umgewandelt wurde. So. So, und ich bin da rein und es stank schon richtig nach Scheiße auf dieser Toilette. Also irgendeiner richtig einen reingesetzt. Richtig so. Und ich bin dann da rein in diese Kabine, die nicht oben und unten offen ist, wie so, wie man das von öffentlichen Toiletten kennt, sondern wie so ein richtiges Zimmer. So, also da kann auch nichts entweichen. Das steht dann, das hat dann da einfach mal zu stehen, diese Wolke. So, ich bin da schon rein, pinkel, geh raus. Steht da natürlich ein junges Mädchen, das nach mir auf die Toilette will und dann wirklich wie in so einer Sitcom, wo du einfach sagen willst, so, ich war das nicht, was das heftig stinkt, aber ich hab's nicht gemacht und ich bin dann raus. Und die Frage ist doch, hast du so gemacht? Ob ich geschnipst hab? Ich bin's, Podcast, Tommy. Hast du sie geschnipsfingert? Ja. Nee, und ja, das war irgendwie so, ich bin da einfach so schnell weg und dachte, ich sehe die dann nicht mehr und jetzt kommt der Sitcom-Moment. Ich gehe an so ein Gerät und mache Sport. Wer setzt sich genau an das Gerät neben mir eine halbe Stunde und wir einfach so awkward nebeneinander Sport gemacht? Und ich glaube, die dachte die ganze Zeit, ich habe da einfach so einen Jackson Pollock in die Keramik reingepfeffert. Aber war ich nicht. Aber trotzdem kommst du da nicht raus. Ich war kurz davor, wie ich zu sagen, ey, ich war das ja gerade nicht, ne? Das mit der Scheiße. Aber das ist ja auch irgendwie. Glaube ich dir. Was hast du in die Schüssel gefeuert? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Ein Jackson Pollock. Jackson Pollock Gemälde kennst du. Der hat doch immer Farbe einfach in die Hand genommen und gegen die Wand geworfen. Und dann. Ah. So sieht ja bei manchen Leuten. Finde ich auch mal geil, wenn Leute einfach auf öffentlichen Toiletten nie die Klobürste oder so benutzen. Die scheißen da einfach rein. Tommy, und gehen. Tommy, warte, ich habe eine richtig gute Idee. Wie wär's denn, wenn wir einfach mal eine Ekelfolge machen? Welche Folge war das, wo ich diese unsägliche Idee hatte? Und ich hab dann so völlig. So eine verkopfte Idee. Und du hattest ja auch überhaupt keinen Aufhänger. Du hattest genau 2 Minuten Material. Und du hast nichts gesagt, glaube ich. Ich habe einfach geredet und habe gemerkt, wie einfach dieses Laufband immer langsamer wurde und ich dann irgendwann stand. Okay, ich glaube, wir machen doch was anderes. Die große Ekelfolge von Tommy Schmidt, meine Damen und Herren. Sie ging 1,5 Minuten und niemand spätestens hatte Spaß. Spätestens als ich darüber geredet habe, dass man als Typ immer Schamhaare wegpinkelt. Ich glaube, da habe ich gemerkt, ganz komischen Pfad, den ich hier gerade eingeschlagen habe. Das war so eine typische Situation, wo man sich so wie von außen auf einmal sieht und sich so richtig denkt, wie habe ich mich hier denn hinmanövriert? Wo bin ich denn falsch abgebogen eigentlich? Vor allem, ich weiß noch genau, wie deine Augen einfach gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber so ohne was zu sagen, so, nee, das mit der Ekelfolge, das machen wir nicht. Nee, ja, das machen wir nicht. Ich habe auch so richtig, ich wusste, glaube ich, bedeutend früher als du, dass das nicht wird. Und habe dich dann so richtig einfach mal machen lassen. Ich habe dich so richtig ins offene Messer laufen lassen, Tommy. Sorry nochmal dafür. Oh. Oh. Wahnsinn. Egal, das wird gerade sehr bekifft hier alles. Glaubst du eigentlich, der Erfinder von der Treppe ist Markus Stufe? Stufe, mein Name. Ich baue hier einen Weg nach oben. Ist doch irre, der Stufe. Und guck, wer jetzt lacht. Jetzt guck mal, wer da lacht. Wie hier die Kinder von Markus Stufe heute noch davon zehren, dass ihr Vater damals die Stufe erfunden hat. Ja, genau, steht dann irgendwann so 3 Meter über allen. Jetzt guckt da. Jetzt wollen alle mit mir befreundet sein. Ne? So. Typisch Stufe wieder. Typisch Stufe. Das wäre eigentlich ein geiler. Und dann auch geiles Abi-Motto, ne? Ja, typisch Stufe. Nee, und Vorsicht, Stufe.
wegen der Stufe, Schulstufe, weißt du? Na, geht. Ja, du hast mir ein bisschen das Timing versaut. Ich wollte sagen, ich habe dir gerade Raum gegeben, in meine Geschichte einzudringen, ja, wie Harvey Weinstein eine 18-jährige Schauspieleranwärtin. So. Darf ich mal gerade das Eiswürfel-Dilemma zu Ende führen? Ja, aber darf ich jetzt bitte noch ganz kurz meins fertig machen? Ja, okay, ich erlaube es dir. So, weißt du, mit wem Markus Stufe schon so eine langjährige Feindschaft pflegt? Mit Gundula Geländer? Nee, mit Sven Leiter. Oh, sorry. Genau, der hat eine Angst, dass der irgendwie Beweise vernichten kann und so. Wenn es zwei Chefs wären, wäre es cool. Dann könnte man eine Überschrift machen. Die Herr der Ringe, die zwei Türmen. Na egal, wegen Abhauen. Oder die Gefährte wegen Autos. Das ist lustig. Es geht, Tommy. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Wenn er vier Jahre... Nee, Tommy, jetzt muss ich erstmal kurz. Mir ist hier in den letzten vier Folgen wirklich eine Tendenz aufgefallen. Und zwar die... dass deine Wortspiele wirklich erstmal sehr viel weiter hergeholt wurden. Mhm. Und auch von der Qualität her, abgesehen von Leonardo DiCaprio, sehr abgebaut haben. Wie stehst du dazu? Kann ich nachvollziehen. Ich bin ja eh sehr selbstkritisch, beziehungsweise mir ist alles immer egal eigentlich. Ich habe nur viele Nachrichten bekommen, dass ich noch mehr flache Witze machen soll. Aber vielleicht war das auch ein verdeckter Account von dir, um mich jetzt in diese Falle zu locken. Der Audi-Chef, ne, wenn er vier Jahre bekommt, kriegt er dann eigentlich 4 Jahre oder kriegt er Quattro? Oder ist die, wie groß ist die Zelle? A3? A4? Ich hab noch einen im Kopf. Ja, ich muss mir gerade erstmal laut formulieren, ob der funktioniert. Sein Anwalt fragt den Richter, wie viel bekommt denn mein Mandant jetzt? Und dann der Richter, ja, 8. Wegen R8, Audi R8, ist doch lustig. Okay, Tommy, it's Comedy. Okay, Tommy, sag das nochmal, mach den nochmal, ich hab noch ein Edit. Nochmal komplett? Ja, den du gerade gemacht hast. Okay. Der Anwalt des Audi-Chefs fragt dann den Richter, wie viel bekommt mein Mandant jetzt, wie viele Jahre? 8? Nee, ich meine den da. 7. Siehst du? Es geht doch. Comedy Gold. Das ist Comedy, das ist Audi. Audi-Comedy. Wir haben neue Sparte, Tommy. Wir starten ganz groß durch in Ingolstadt. Genau. Das muss auch kacke sein, wa? Da bist du irgendwie CEO bei einem der krassesten Autohersteller weltweit, verdienst einen Arsch voll Kohle und musst in Ingolstadt wohnen. Das stimmt. Ja, das ist bitter. Ja, aber dann können wir die Folge, Audi-Comedy, können wir die Folge nennen. Dann hören die auf jeden Fall zu. Vielleicht, das ist ein möglicher Folgenname. Das ist aber ganz, ganz unwahrscheinlich. Ist schwierig, ne? Geil, ja. Stell mal vor, der muss in der Metzgerei von dem Gefängnis arbeiten, ne? Und dann irgendwie so muss der Rinderhack filtern oder beziehungsweise Kuhsieben. Es wird nicht besser. Ich glaube, wir lassen das jetzt. Und dann noch ein Comedy-Lifehack. Okay. Nämlich den beherzige ich, das mache ich auch. Habe ich früher oft gemacht. Das ist, sorgt für sehr viel Amüsement. Nämlich einfach mal... wenn ihr Großraum-Disco-Fan seid oder so, bin ich nicht mehr, deswegen habe ich das schon lange nicht mehr gemacht, oder einfach Disco in Discos geht zum DJ und behauptet einfach, euer Kumpel hat Geburtstag da vorne und wünscht euch zum Beispiel nur Angels, Daylight oder irgendwas, oder Whitney Houston, irgendwas Unangenehmes, und dann wird er den halt ausrufen, das ist für Marco oder hinten an der Bar, alles Gute zum Geburtstag, und dann I wanna be Daylight, das ist immer lustig, es funktioniert eigentlich immer. Das ist gut. Ja. Ist gut, und wenn wir ja schon bei kleinen Pranks sind von Freunden, was halt auch wirklich immer geht, ist halt wirklich einfach, wenn man irgendwie zusammen bei irgendeinem Kumpel zu Hause sitzt und ihr seht, sein Handy liegt irgendwie 5 Meter weg, einfach mal anrufen. Er soll einfach, die 5 Meter kann auch immer laufen. Und das ist gut, den Scherz wert. Das kann man schon mal machen. Ja, das finde ich gut. Ja, oder auch ganz witzig, wenn ihr irgendwie mit einem Kumpel im Auto seid, so, und der guckt gerade
Er steht an der roten Ampel, er fährt so und dann guckt er gerade auf sein Handy. Einfach sagen, Dicker ist grün, dann fährt er los, ah fuck, war noch rot. Das sind die Kleinigkeiten, einfach die Leute ein bisschen ärgern. Ansonsten bleibt noch zu sagen, stay tuned, ja, was die Hack-T-Shirts mit dieser ich kann es immer noch nicht fassen, was diese Überraschung. Ich muss kurz für mich mal kurz. Ja, Tommy braucht einfach einen Moment für sich. Bleibt auf dem Laufenden, was diese T-Shirts angeht. Folgt uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, da gibt's immer News. Danke für das, ich möchte fast sagen, erste Jahr gemischtes Hack. Wir verabschieden uns in die Sommerpause, wünschen euch einen schönen Sommer. Bleibt fair, bleibt hackig. Seid lieb zueinander und hackt ordentlich. Hackt ordentlich. Danke euch. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Schönen Sommer einfach. Und schönen Sommer. Mein Name ist Felix Lohreich. Das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Tommy Schmidt. Ja, mir bleibt auch nichts übrig, außer euch einen schönen Sommer zu wünschen. Schöne Ferien, viel Eis, viel Sonnencreme, immer Bein durch die Schlaufe und ja, viel Spaß gemacht. Mir ist wirklich, wir können ja noch kurz reden. Es war eine schöne Zeit. Ja klar, es war eine schöne Zeit. Du bist ja jetzt mein Lebensgefährte. Wir sind zusammen, ja. Ja. Ich rede mit niemandem so viel wie mit dir. Nur mit Sex halt. Ja, weil von dir nichts mehr kommt. Ja. So, lass uns das beenden. Tschüss, Hackies. Tschüss.